Viele Menschen schätzen beim Einkauf den Mix aus Geschäft und Online. Und auch immer mehr steirische Regionalprodukte lassen sich per Mausklick bestellen. In unseren Handelswegen schauen wir heute bei Internet- und Versandhändlern hinter die Kulissen. Klicken und kaufen – ein Prinzip, das rund 4 Jahrzehnte zurückreicht. In den 80er Jahren gab es die ersten elektronischen Einkaufszentren. Heute werden in der Steiermark pro Jahr online weit mehr als 950 Millionen Euro umgesetzt. Doch auch hinter einem virtuellen Shop steckt viel Handarbeit. Seit 2015 basteln zwei Grazer Brüder an ihrem Online-Unternehmen. Ich habe gesagt, es wäre toll, wenn wir ein Armband machen mit einer Eisex drauf, also mit einem Eispickel. Und gesagt, getan, es war nicht so leicht, das Ganze umzusetzen. Hat einige Monate an Vorlaufzeit gebraucht, bis das Produkt auch gepasst hat. Und wir produzieren das alles selber hier in Hart bei Graz. Und es geht dann direkt von uns raus. Von der Steiermark bis nach Mexiko, Kanada oder Australien. Pro Monat werden rund 2000 Pakete verschickt. 3.000 bis 4.000 Armbänder kommen auf diesem Weg zu ihren neuen Besitzern. Hinter den Verkäufen steckt ein gutes Händchen für soziale Medien. Mittlerweile haben wir mit Instagram und Facebook 160.000 Follower. Das hat einmal mehr als ein Jahr gedauert, um 10.000 Follower aufzubauen. Aber es ist dann immer weiter nach oben gegangen und es geht dann immer schneller. Das Wichtigste, wenn ich einen Tipp geben darf, um das auf Social Media sein Unternehmen voranzubringen, ist einfach seine Kunden aktiv einzubauen und den Feed oder die Inhalte einfach nicht selbst zu gestalten, sondern mehr den Kunden gestalten lassen. Der dadurch zu neuen Followern, Fans und Freunden kommt. Aufmerksamkeit ist eine Währung, mit der die Grazer Brüder seit Juli auch stationär gut umgehen. Zum Online-Shop ist ein Geschäft in der Innenstadt dazugekommen. Und von den Bergsteiger-Fans feierlich vom Schlossberg aus begrüßt worden.